hier um meinen Plan, was geht? Unsere Liebeserklärung an Lind. Ich trinke Linden, na du Chardonnay. Chardonnay! Ich esse Böhre, du Verlag. Wir haben die Limmer, hier die Listermeile. Du spielst Anaster und ich spiel Skat. Oh, ich bin Lindner, armer kleiner Lindner, bin ein Lindner in der List. So sieht's aus. Oh, ich bin Lindner, armer kleiner Lindner. Lindemann hat sich daran gewöhnt, große und kleine Katastrophen via Fernsehen in seine Wohnung zu lassen. Manches schneidet er sich dabei nach seinem eigenen Geschmack zurecht. Deutschland sucht den Superstar ist für ihn das Politbarometer, wo Promis der untersten Ansehensskala Punkte sammeln. Politiker, die Schmuddelkinder der Nation, rangieren hier zuweilen hohen Noten in der Gunst des Publikums. Wie kann das sein? Lindemann durchschaut. Hier ist unter den Blinden der einäugige König. Echte Popularität quer durch die Nation haben andere erworben, die vor den Strömungsbildern einer Wetterkarte Hochrechnungen verkaufen, die an Treffergenauigkeit jeder Wahlprognose weit unterlegen sind. Kachelmann und Plöger gegen Merkel und Steinmeier. Das ist wie Bayern München gegen Linden 07. Es nervt niemanden mehr, dass die vermeintlich leicht verständlichen Ereignisse regelmäßig aus dem Ruder laufen und unser Leben verändern. Da trifft eine Tiefdruckzone auf die Magellanische Wolke und im Ergebnis schneit es Mitte Juni. Vielleicht nicht hier, sondern irgendwo in Hannover. Viel mehr kann Kachelmann auch nicht verklickern. Aber Volkes Stimme liebt die Wetterfrösche und verachtet die Politiker. Nachbar Stuckelfranz ist Volkes Stimme und löst erklärend den gordischen Knoten. Was die Wetterfrösche verkünden, kann jedenfalls passieren. Da gibt es dann auch die Börsennachrichten. Ihre eigene Logik ist atemberaubend. Zum Beispiel, die Europäische Zentralbank senkt den Zins und VW schüttet keine Dividende aus. Schon reagiert die Wall Street verbittert und dein Geld ist weg. Nun verdanken wir Karl Marx nicht nur die Erkenntnis, dass der unsachgemäße Umgang mit seiner Lehre zu Montagsdemonstrationen und Neoliberalismus führt. Er hat auch vehement verkündet, dass Materie nicht verschwinden kann. Nicht glaubwürdig? Nehmen wir eine Zigarette. Vor dem Rauchen ist sie sichtbar, nach dem Rauchen nicht mehr. Ist sie verschwunden? Als Zigarette schon, aber nicht als Materie. Sie hat ihre Form verändert. Aus Papier und Tabak sind Asche und Energie geworden. Genauso ist das mit deinem Geld. Als persönliche Altersvorsorge ist es verschwunden. Aber als kleinster Bestandteil im Milliardenvermögen eines Finanzmoguls bleibt es selbstverständlich erhalten. Sie finden das alles so furchtbar ungerecht und würden am liebsten laut herausschreien, Gott ist tot! Tun Sie es nicht. Der Spruch stammt von Nietzsche und ist als Aussage nicht komplett. Der Philosoph, der im Wahnsinn endete, meinte, Gott ist widerlegt, der Teufel nicht. Überlegen Sie sich also, auf wen Sie sich da einlassen. Übrigens, der Allmächtige behält sich auch hier das letzte Wort vor. Er sagt, Nietzsche ist tot. Das immerhin wird Ihnen jedes Lexikon bestätigen. Und ich spiel's gar. Oh, ich bin Lindner, armer kleiner Lindner, bin ein Lindner in der List. Oh, ich bin Lindner, armer kleiner Lindner, bin ein Lindner in der List. Du bist Rechtsanwalt, ich arbeitslos. Du hast Stress und ich hab frei. Du fährst Ski im Harz, ich harz auf allen Vieren. Deine Mutter! Hat Tag im Mai. Deine Mutter! Oh, ich bin Lindner, armer kleiner Lindner.
das Jenseits und Diesseits der Fössestraße. Stimmung! Rief Stroganow. Demokratie! Kröhlte ich. Schnauze! Antwortete Stroganow. Die Demokratie ist eindeutig eine der beschissensten Organisationsformen der Menschen. Sie hindert uns daran, widerwärtigen Minderheiten auf die Fresse zu hauen. Oder widerwärtigen Mehrheiten. Wer weiß das schon so genau? Ich kitzelte Stroganow am Nasenflügel. Nun los, sage schon. Ist es Ausdruck einer demokratischen Meinungsbildung, wenn man Nazi-Seiten verlinkt? Ja, man muss sich doch ein Bild machen können. Ja klar, und dazu ist es besonders notwendig, in einem Printmedium einen Link zu Nazi-Seiten im Internet zu setzen. Ich habe auf die Zeitung geklickt und geklickt und geklickt, aber nichts ist passiert. Wie dämlich ist das denn? Nun schweig mal stille. Und pass auf, dass du dich in diesen Tagen nicht falsch positionierst. Ruckzuck hast du einen Stammtisch im Schädel. Also lieber Fresse halten? Unterschätzt das nicht, die Lage ist ernst. Es geht doch nicht um Nazis, es geht um Anzeigenkunden. Die Branche ist hart, die Budgets sind knapp. Stimmt, sage ich. Linden fraktioniert sich. Die unabhängigen Medien zerfleischen sich gegenseitig. Ja, und wen freut's? Die Nazis und die Matzak-Presse. Übrigens, bevor wir hier ganz den Blick für das Wesentliche verlieren, die Nazis sind schon da. Ich habe sie an Himmelfahrt gesehen und wieder einmal gewusst, warum sie in Ostdeutschland von vornherein Herrentag dazu sagen. Sie zogen gröhlend durch Linden, Deutschland, Fahnen schwenkend und sahen ganz baff zu, wie wir uns gerade gegenseitig verprügelten. Erinnert mich an eine Szene aus Asterix, als die Römer ins kleine gallische Dorf einziehen, in dem sich die Bewohner gerade gegenseitig ihre faulenden Fische um die Ohren schlagen. Nein, Freunde, wir brauchen keine Nazis in diesem Stadtteil. Wir brauchen keine Nazis, um diesem Stadtteil den Rest zu geben. Das können wir schon ganz alleine. Ich bin Lindner, armer kleiner Lindner, bin ein Lindner.